So, hallöchen liebe Freunde, schön, dass ihr wieder auf mich geschaltet habt. Ich bin's, euer Magashi, und mich hat ein süßes kleines Kerlchen einmal gebeten, ein kleines Chimp-Tutorial zu kreieren, beziehungsweise euch zu zeigen, wie ich meine Thumbnails so erstelle. Eigentlich ist es ja ein Betriebsgeheimnis, aber ich sag mal so, ey, ich habe schon so viel Scheiße auf meinem Kanal gemacht, ja, ich habe schon so viel von mir preisgegeben, da kommt jetzt auf das bisschen auch nicht an. Und deswegen zeige ich euch mal die halbwegs professionelle Thumbnail-Erstellung mit dem Programm GIMP. So, zunächst einmal gehen wir ins Internet, das neuartige Internet. Ach, unglaublich. Ich habe da schon mal was vorbereitet, so wie die Fernsehköche immer sagen würden. Und zwar die Seite, wo man sich das Programm downloaden kann. Das kann ich auch gern in die Videobeschreibung packen, falls ihr zu blöd seid, in die Google-Suchmaschine das Wort GIMP einzugeben oder GIMP Download oder sonst irgendwas, habe ich es euch hier nochmal verlinkt. So, wunderbar. Dann ladet ihr euch das herunter und dann öffnet ihr euch das Programm. Das sieht dann folgendermaßen aus. GIMP 2.8 oder beziehungsweise wenn ihr jetzt irgendwie 10 Jahre in der Zukunft seid, dann wird es wahrscheinlich GIMP 25.64 heißen. Und das ist das auch schon. Ja, sieht ein bisschen primitiv aus, muss ich sagen. Hier haben wir natürlich sämtliche Dinge, die man hier machen kann. Hier könnt ihr euch dann diverse Fotos reinziehen, beschriften und bearbeiten. So, aber bevor wir das machen, brauchen wir erstmal Material und deswegen suchen wir uns das Spiel aus oder die Thematik aus, die wir auch immer in unserem Video manifestieren möchten und machen da erstmal einen Screenshot. Blip. So, und wenn wir dieses wunderbare Picture geshootet haben, dann öffnen wir wieder unser GIMP-Programm und ja, das hier ist jetzt ein kleiner Rahmen, den ich mir jetzt einfach selber erstellt habe, den benutze ich immer für meine Thumbnails. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jeder hat da so seinen eigenen Stil, das ist einfach mein Stil, insofern lasse ich das jetzt einfach immer so, um das einfach als Markenzeichen meines Kanals so stehen zu lassen. Also, meine Thumbnails haben immer eine Pixeldichte von 72, das heißt 1280 auf 720. Das heißt, ihr geht hier auf neue Ebene und erstellt euch, wie ich es hier schon gemacht habe, eine Ebene mit der Größe von 1280 auf 720 Pixel. So. Dann brauchen wir natürlich jetzt noch das schöne Bildmaterial des Videos bzw. des Thumbnails von dem Video, was ich jetzt gerade vorhabe zu machen. So, hier haben wir das Bild, den Screenshot, den ich gerade aufgenommen habe und ihr könnt natürlich hier mit Datei einfügen Scheiße machen. Ihr könnt natürlich auch einfach dieses Bild nehmen und hier reinziehen. So, hier ist das Bild, es ist gerade nicht sichtbar, weil es unter der schwarzen Ebene ist. Das ändern wir jetzt gleich und legen das Bild eine Ebene nach oben, so damit es sichtbar ist. So, falls bei euch diese beiden Dinger hier fehlen, das passiert ab und zu mal, das ist nervig, ich würde euch dringend empfehlen, diese beiden Dinger hier immer schön so geordnet anzuheften. Und zwar gehe ich hier auf Fenster und dann auf andockbare Dialoge und dann gehe ich hier zum Beispiel auf Ebenen. Ebenen, das ist dieses Fenster hier. Das ist ganz wichtig. Hier sind nämlich die verschiedenen Ebenen und dann könnt ihr diese Ebenen hin und her wechseln. Und das hier ist der Werkzeugkasten. Den findet ihr hier bei Fenster und Werkzeugkasten. Das ist ganz wichtig. Der Werkzeugkasten, der hat immer hier zu sein, weil den braucht ihr einfach. Zum Beispiel jetzt. So, ich finde, dass dieses Bild nicht gerade auf einer treffenden Position ist. Deswegen kann ich es hier jetzt zum Beispiel verschieben. Ihr solltet bei euren Thumbnails immer mit einkalkulieren, dass irgendwo noch ein Logo zu sein hat und dass irgendwo noch eine Schrift zu sein hat oder vielleicht ein Foto von euch mit eurem Penis drauf oder sonst irgendwas, je nachdem, wie ihr so eure Thumbnails gestalten wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel vor, hier links eine Schrift einzufügen, deswegen sollte das Hauptaugenmerk rechts sein und die Schrift links wunderbar, dann passt es soweit. Dann gehe ich natürlich noch auf Filter, weil es ist natürlich klar, die Schrift soll im Vordergrund sein, die Schrift soll das Hauptaugenmerk auf den YouTuber oder beziehungsweise auf den
keine Ahnung, auf denjenigen sein, der sich das Video ansehen soll. Auf jeden Fall zeichne ich das Ganze mal weich. Und zwar benutze ich hier den Weichzeichner und den Gausschen Weichzeichner. Das muss nicht krass weich gezeichnet sein. Ich benutze immer so, ja, meistens 5, das ist, oder vielleicht sogar weniger. Das ist absolut ausreichend. Schauen wir es uns mal an. So, ihr seht jetzt, dass das Bild so ein bisschen unscharf gemacht ist. Das ist wirklich Absicht. Also das sieht deutlich besser aus am Schluss. Deswegen lasse ich das immer so. So, ja, das war's fürs erste Mal, was den Hintergrund angeht. Jetzt möchte ich natürlich noch, dass die Leute wissen, worum es geht. Deswegen gehe ich ins Internet, in eine krasse Suchmaschine namens, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Arschfickfotzen. Und in dieser Suchmaschine gebe ich einfach das Logo ein von dem Spiel oder von der Thematik, was ich gerade machen möchte. Ganz wichtig, es muss eine PNG-Datei sein. Das ist ganz wichtig. Ja. PNGs sind quasi ausgeschnittene Bilder. Ja, Portable Network Graphics, wie auch wunderbar wie die Wikipedia sagen würde. Sucht euch einfach das Logo eures Spiels aus oder whatever ihr macht, keine Ahnung, eures Penises und nehmt dann dieses Bild und zieht es hier rein. So, und ihr seht, dass hier kein weißer Hintergrund ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Logo komplett ausgeschnitten. So, jetzt sollte man das natürlich noch an einen schönen Platz platzieren. Falls dieses Logo euch zu groß sein sollte, was jetzt zum Beispiel hier bei mir der Fall ist, dann geht ihr auf Skalieren. So, gleichzeitig haltet ihr die Steuerungstaste gedrückt, weil ihr wollt es ja gleichmäßig machen. Und zieht das ein wenig nach schräg rechts, schräg links, wie auch immer ihr das haben wollt. Ne? Ihr könnt es auch manuell eingeben, ihr könnt auch die Zahlen eingeben, falls ihr das auf eine gewisse Pixelbreite und Höhe haben möchtet. Aber das ist mir jetzt gerade Schwanz. Deswegen, ja, ich weiß, ich bin sehr phallusfixiert heute. Es tut mir leid, keine Ahnung. Hatte ich irgendwie einen Homo-Traum oder so? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Klickt ihr dann auf Skalieren und dann auf hier Bewegen oder was auch immer das ist und schiebt dieses Logo dann an den Platz eurer Träume. Aber jetzt ehrlich gesagt, ja gut, ich mach's jetzt mal hierher. Das soll ja auch nicht den ganzen Raum bedecken. So, ich finde es jetzt noch ein bisschen zu klein, deswegen mache ich es hier noch etwas größer. Etwas größer, habe ich gesagt, du Hure. So, okay. So, weil ich natürlich der ultra krasse Typ bin, gebe ich mich damit nicht zufrieden. Deswegen dupliziere ich dieses Logo. Ja, also ich klicke auf dieses Logo hier, dann gehe ich auf Duplikat für diese Ebene erstellen. So, jetzt habe ich hier zweimal das gleiche Bild. Dann drücke ich hier das Auge aus. Das heißt, das eine ist jetzt nicht sichtbar, das andere ist sichtbar. So, Rechtsklick. Ja, warum mache ich das wohl? Ich gehe auf Auswahl aus Alpha-Kanal. So, das heißt so viel wie eine Schere schneidet einmal um das ganze Ding herum, sodass ich nur die Schrift bearbeite und nicht den Hintergrund. So, jetzt nehme ich dieses Ding und ziehe es ein wenig hier rum. Ihr seht gleich, warum ich das mache. Seht ihr hier das unten? Na? Ganz clever mache ich das. Ja, ich mache nochmal Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann gehe ich auf Farben. Oder ich kann natürlich auch auf Farben selber gehen, das ist eigentlich scheißegal. Ich kann auch auf Einfärben gehen oder auf Helligkeit, Kontrast. Ich mach's jetzt einfach mal mit Einfärben, das ist scheißegal. Und setz den ganzen Kack mal zurück. Ich kann natürlich auch weiß machen, das ist auch ganz cool. Aber ich entscheide mich jetzt mal für schwarz wie meine dunkle Seele. So, dann mache ich das gleiche, was ich vorhin nochmal gemacht habe, mit Filter Gausscher Weichzeichner wiederholen. Ja, was habe ich jetzt da gerade wohl gemacht? Ich habe ein bisschen Coolness mit eingefügt, sondern wenn ich das jetzt hier das Auge wieder anklicke, dann seht ihr, dass ich das dupliziert habe und dass ich quasi einen Schatten erstellt habe. Das mache ich eigentlich immer. Ja, obwohl mir bewusst ist, dass das kaum einer anguckt. Ne? Dass es kaum einem auffällt, dass ich mir hier die 2-3 Minuten Mühe gegeben habe, um diesen Schatten hier einzufügen, aber ich finde es sehr wichtig, falls jemand irgendwie das Ganze auf einem 100.000 Zoll Fernseher anguckt, dem wird es mit Sicherheit auffallen. So, haben wir nun einfach mal den Hintergrund gemacht. Jetzt kommt die Hauptsache natürlich und das ist in dem Fall
die Schrift natürlich. Ich klicke hier die Schrift an. Ja, Text, eine Ebene mit Text anlegen, bla bla bla. Und ganz wichtig, ich mache da immer den Doppelklick dazu. Denn nur durch den Doppelklick komme ich auch wunderbar in die ganzen Schriftbearbeitungsinstanzen. Natürlich sind mir 18 von der Schriftgröße her nicht gerade groß genug, sage ich jetzt mal so. Deswegen nehme ich immer so um die 100, lass mal 110, ist eine schöne Zahl. Oh ja, die macht mich richtig geil. Oh, 110, wir sehen uns nachher. So, und dann suche ich mir natürlich noch eine wunderbare Schrift aus, was auch immer zu meiner Thematik passen kann. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass sehr, sehr viele oder was, ich sag jetzt mal, fast schon die meisten Leute Videos auf ihrem Smartphone angucken. Das heißt, ihr solltet einen sehr dicken Schriftgrad benutzen. Das ist total wichtig. Na, hier mache ich auch nochmal 110. Ich bin voll der Bulle. So, und dann habe ich jetzt mich mal für Pirate-Thin 110 Pixel entschieden. So, nun haben wir also unseren Schriftstyle und die Größe. Ich glaube, 110 ist doch vielleicht ein bisschen groß, deswegen machen wir jetzt hier einfach, ja, machen wir mal 80. Und jetzt überlegen wir uns mal einen Namen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Die Leute sollten wissen, um was es geht. Der Name sollte natürlich auch irgendwie einprägend sein oder ich sag mal so lustig sein, dass die Leute sich denken, oh geil, ich habe jetzt mega Bock, dieses Video anzugucken. Deswegen mache ich jetzt einfach mal, was nehmen wir denn da? Ihr wisst ja, ich bin total crazy, deswegen gibt es jetzt einfach mal Banal Eiter Beule Part 1. Wo ist denn hier der Hashtag? So, Analeiterbeule Part 1 nenne ich dieses Video jetzt einfach mal so. Und wenn ihr euch dann für euren Namen entschieden habt, dann könnt ihr diese Schrift hier hin und her schieben, je nachdem. Meistens sieht es recht cool aus, wenn das so ein bisschen angedreht ist, sage ich jetzt mal so. Deswegen gehe ich jetzt hier auf den Button drehen. So, und hier kann ich entweder mit der Maus an und für sich das Ding drehen in einem gewissen Winkel oder ich kann hier den Winkel auch selber so justieren. Ich kann auch eine Zahl eingeben, je nachdem. Es kommt immer drauf an, was ihr halt so bevorzugt. Ihr könnt natürlich auch bei allen euren Videos immer die gleiche Zahl benutzen. Das ist jetzt erstmal total kackegal. Deswegen kommen wir wieder auf den Schriftgrad hier. Also das hier ist die Ebene mit der Schrift und dann gehe ich mal wieder auf Auswahlkanal. So, der gute alte Auswahl aus Alpha-Kanal. Scheiße, ist ja voll der Zungenbrecher. Und hiermit kann ich halt wieder einmal um die Analeiterbeule herum schneiden und diese bearbeiten. So, dann gibt es hier einen wunderbaren Button, das ist der hier. Da kann ich aus diesen beiden Farben hier wählen. Also ich kann jetzt zum Beispiel zwei Farben bestimmen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Rot und ja, Gelb. Na, es sollte nicht gleich sein wie der Hintergrund, das ist nämlich Blödsinn. So, und dann halte ich die linke Maustaste gedrückt und ziehe das jetzt einfach mal so hier rum. Und ihr seht, das sind so schöne Farbspiele. Das könnt ihr von rechts nach links machen, von oben nach unten machen. Ich drücke immer die Steuerungstaste noch dazu, damit es schön gleichmäßig ist. So, halbwegs zumindest. So, ihr seht, das hat so eine leichte Einfärbung hier. Das finde ich meistens ganz cool gemacht. Oder auch andersrum. Damit es nicht ganz so langweilig aussieht, gehe ich hier nochmal auf Auswahl und dann gehe ich auf Verkleinern. Das heißt, der Alpha-Kanal wird nun etwas verkleinert. Bei dicken Schriftarten könnt ihr eine höhere Zahl benutzen, bei dünneren maximal 1 oder 2. Ne? Das ist jetzt aber eine dickere Schriftart, deswegen kann ich da schon ein bisschen höher setzen. So, jetzt habe ich den Alpha-Kanal etwas verkleinert, also beziehungsweise die Auswahl aus dem Alpha-Kanal verkleinert. Und diese kann ich jetzt wieder einfärben. Ne? Also ich kann hier auch die Farben vertauschen, wie ihr hier schon seht. Ich kann natürlich auch eine ganz andere Farbe jetzt nochmal benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß nehme, dann kann ich die Mitte von diesen Schrift Zügen hier auch mal einfärben mit den Farben, auf die ich auch immer Lust habe. Das kann blau, weiß, egal, es ist scheißegal. Ihr kennt eure Kreativität hoffentlich keine Grenzen. Ich mache jetzt einfach mal weiß, weil ich finde, es ist so das
ja, kommt jetzt einfach ein bisschen besser. Die Schrift ist dadurch besser zu erkennen. So, okay, da haben wir Analeiterbeule Part 1. Hier, wenn ich diese Auswahl vom Alpha-Kanal aufheben möchte, dann gehe ich hier auf Auswahl und nichts. So, jetzt ist nichts mehr markiert. Jetzt mache ich das gleiche, was ich vorhin mit dem Logo gemacht habe. Und zwar, ich klicke wieder auf die Analeiterbeule bzw. auf den Schriftzug und dupliziere ihn. Schalte das Auge bei einem von den beiden aus. Es ist kackegal, bei welchem das ist. Gehe wieder auf Alpha-Kanal und schieb das mal etwas hier rum. Entschuldigung, das hätte ich davor machen sollen. So, machen wir es nochmal. Auswahl aus Alpha-Kanal. So, und jetzt färbe ich das Ganze ein. Also, wie auch immer, ihr könnt es mit Einfärben machen. Ihr könnt alles Mögliche damit machen, ja, mit dem Farbton rumspielen. Wie auch immer ihr lustig seid, ich mache das jetzt mal einfach weiß. Na, okay, und dann mache ich mal wieder den wunderbaren Gausschen Weichzeichner dahin. Und jetzt, ihr seht hier, das ist so das Vorschaubild. Na, da könnt ihr erkennen, wie stark das verwischt wird. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal für die 10 und schiebe das auch noch ein bisschen beiseite. Und dann klicke ich wieder auf das Auge und schiebe dann das Ganze in die richtige Position. So. Wunderbar. Dann wieder auf Auswahl, dann auf nichts und dann ist das Gitter wieder verschwunden. Jetzt gucke ich mal, okay, ich habe es hier von schräg links unten, also ich habe jetzt die Schattierung schräg rechts oben gemacht und dabei möchte ich auch jetzt bleiben, weil es sieht scheiße aus, wenn ihr hier eine Schattierung macht, die schräg links oben geht, dann hier unten kommt ein anderer Schriftzug und dann ist schräg rechts unten und irgendwie sowas. Also ihr solltet euch vorstellen, dass von hier unten, dass hier unten ein Scheinwerfer ist und der Licht projiziert. Und den Schatten auf alle Schriftzüge gleich wirft. Das finde ich total wichtig. Ich gucke da immer sehr genau hin. Da gebe ich mir immer sehr viel Mühe. Okay, also schräg rechts oben habe ich mich jetzt entschieden. Okay, so wunderbar. Das heißt, der Schatten wird jetzt immer schräg rechts oben geworfen. So, naja, gut. Was kann man jetzt noch machen? Ich benutze ab und zu nochmal den Pinsel hier zum Beispiel. Hier ist der Pinsel, da mache ich nochmal einen Doppelklick drauf. Vergrößere das mal ein bisschen für euch. Ich kenne es ja schon auswendig. Und dann suche ich mir ein schönes Pinselchen aus. Ihr habt ja verschiedene Auswahlmodi. Ich benutze jetzt einfach mal einen großen Pinsel. Verschiebe die Größe des Pinsels ein wenig. Dann seht ihr hier so ein Pinselchen. Und dann wähle ich eine Ebene auf. Was? Oh, heute habe ich es echt mit aus und auf. Das ist unglaublich. Hier kann ich zum Beispiel irgendwelche Faxen malen noch oder sonst irgendwas. Wenn es mir nicht gefällt, dann drücke ich wieder Steuerung und Z, um das Ganze rückgängig zu machen. Dann kann ich mir hier noch Farben aussuchen, zum Beispiel wenn dieser Punkt hier rot sein sollte oder vielleicht rot-weiß gepunktet. Ja, wechseln wir das mal. So, jetzt haben wir das schön rot-weiß gepunktet. Dann kann ich das Ganze noch einstellen, wie das aussehen soll. Also ich kann hier zum Beispiel abwedeln, Bildschirm, weiche Kanten dahinter. Also ich kann hier noch mit diesen Punkten rumspielen, wie die auszusehen haben. So zum Beispiel, das ist auch manchmal ganz wichtig, witzig meine ich, und ja, da könnt ihr wirklich eurer Fantasie mal freien Lauf lassen. So, ich entscheide mich jetzt einfach mal für solche schönen Schneeflöckchen, das passt nämlich wunderbar zu dem Ganzen. So, wunderbar. Wie gesagt, scheißegal, macht einfach so, wie ihr Bock drauf habt. Und verziert das Ganze noch ein wenig. Und dann, ja, das war mein Handy, das ist sehr unprofessionell. Okay, so, dann haben wir das Ganze noch verziert und dann, ja, war es das auch schon. Das ist ein halbwegs cooles Thumbnail soweit. So, sehr viele YouTuber fügen natürlich noch ein schönes Fotochen von sich ein und bearbeiten das irgendwie. Das habe ich jetzt hier auch schon mal irgendwie ein bisschen vorbereitet. Also so ein bisschen Foto von mir hier, was weiß ich. Das könnt ihr genauso einfügen, wie ihr auch das Hintergrundbild eingefügt habt, je nachdem. Ihr könnt es genauso rotieren, so wie die ganzen anderen Sachen auch. Ja, ich gucke, dass es halt immer relativ gleich aussieht. Ich guck mal, was habe ich hier genommen. 4,97, so. Ja, so halbwegs halt, ne? Dass es halt etwas achsensymmetrisch ist.
dann zieht ihr das ebenfalls in die Position eurer Träume. Dann könnt ihr noch einen Rahmen drum machen, was weiß ich, oder irgendwelche PNGs davor stellen oder keine Ahnung, irgendwelche Drachen, irgendwelche Gummimuschis oder was weiß ich, könnt ihr das Bild dann noch umrahmen damit. Wie gesagt, eure Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber ich lösche das jetzt mal, weil ich finde, das passt hier nicht so dazu. Vielleicht noch ein anderer Schriftzug, der hier unten irgendwo liegt oder so, mit irgendwas drauf, wo ich noch näher auf das Video eingehe. Aber ich denke mal, das war's soweit. Ihr müsst euch da ja auch nicht stundenlang verkünsteln. Es soll halt einfach nur ein bisschen einladend aussehen und es soll besser aussehen als irgendein Screenshot aus einem Teil eures Videos. Insofern, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, mit meinem Tutorial über GIMP. Ich weiß, ich könnte mir schon längst irgendwie Photoshop kaufen oder so, aber ich finde, GIMP leistet dafür, dass es überhaupt nichts kostet, sehr gute Arbeit. Und ich werde, denke ich mal, noch sehr, sehr lange Zeit mit diesem Programm arbeiten, weil es mir sehr gefällt. Ich hoffe, jetzt euch hat es auch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder vielleicht ein Abo, falls ihr neu seid bei mir. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und noch viel Spaß beim Zocken.